Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin Sana und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Statement mit einer Schadensbegrenzung von Jan Kaplan. Das ist der Verlobte von Valentina Doronina. Ja, die kennen wir ja, ne? Also man will die gar nicht mehr im Fernsehen sehen, aber ne, es ist irgendwie eine Bereicherung für RTL, ne? Und für uns ist das eine Qual. Der Verlobte, der gibt ein Statement ab und nimmt seine Geliebte, Verlobte in Schutz. Denn seine Worte, finde ich, lassen schließen, dass es zu einem ernsthaften Zwischenfall gekommen sein muss bei Sommerhaus der Stars. Und ja, der macht halt hier eine Ansage an RTL. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, denn wahrscheinlich lacht RTL darüber. Und der Schnitt reibt sich wahrscheinlich die Hände. Ich weiß nicht, mit der Produktion irgendwie jetzt, bevor es irgendwie ausgestrahlt wurde, so in Clinch zu sein, ist schon ein bisschen problematisch. Das kenne ich ja selbst auch. Ich habe ja auch sowas durchlebt, obwohl ich gar nicht da mitmachen wollte. Es geht um Be Real, ne? Mit der Filmpool-Produktion. Und da hat sich auch keiner bei mir gemeldet oder hat sich entschuldigt oder hat gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ne? Das ist denen eigentlich Latte. Ne? Hauptsache, die haben ihr Stoff, ne? Dass sie durchziehen können. Das war es auch. Aber hier scheint es was anderes zu sein, denn die fangen vorher schon an, die unterschreiben ihre Verträge und gehen dann ins Haus. Ne? Und das, was die daraus machen, ne? Das ist denen überlassen. Also das ist denen egal, ob der Teilnehmer jetzt schlecht dargestellt wird oder nicht. Ne? Und ob alles gezeigt wird oder nicht, das ist in deren Ermessen. Es bleibt in deren Ermessen und die würden wahrscheinlich nicht Sachen nehmen, also die Produktion würde keine Sachen nehmen, denen selbst schaden könnte im Nachhinein. Ne? Falls ihr natürlich noch gar nicht wisst, wer alles so mitmacht, ne, das könnt ihr euch gerne hier oben angucken. Also ich weiß, Claudio Obert und Max Suhr machen ja mit. Da wurde ja schon in der ersten Woche spekuliert, dass die rausgeflogen seien, ne? Oder es da irgendwie Streit gab, wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich sehen. Vanessa macht mit, Alex Petrovic, Valentina und sein Verlobter, Erik und Edith stehen fest, Ricarda und Maurice machen mit, also ganz viele toxische Menschen, ne? Finde ich. Also wenn ich mir Eye of the One angucke, wenn ich mir irgendwie Temptation Island angucke, Valentina hat auch schon in ganz, ganz vielen Formaten mitgemacht, ne? Also müssen wir natürlich abwarten und gucken, ne? Und ich bin gespannt auf jeden Fall auf Sommerhaus der Stars. Darauf freue ich mich extrem, weil der Cast ist schon krass. Ne? Ja, falls du natürlich noch auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls du natürlich ganzen Folgen streamen möchtest, von Sommerhaus der Stars wird natürlich unten eingeblendet immer in der Beschreibung. Jetzt hat es ja noch nicht angefangen, aber ihr wisst Bescheid. Und ihr könnt natürlich Jan Kaplan, von dem ich die Insta-Story genommen habe, den könnt ihr natürlich folgen, das werde ich unten nochmal verlinken, vielleicht kommt da noch was. Ihr könnt mir über Insta folgen und über TikTok, ne? Und jetzt geht's wie immer los. So, grüßt euch. Auch mal von mir jetzt eine Sprechstory, auch wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es ist ein wichtiges Thema, worüber ich kurz sprechen möchte. Nämlich das Sommerhaus der Stars. Da war ich ja mit Valentina, wie ja jeder mitbekommen hat. Ja, haben wir mitbekommen. Und ich bin echt gespannt, wie es sein wird. Hier steht Statement zu Sommerhaus der Stars. Und da hat er natürlich @sommerhausderstars.rtl nochmal verlinkt, damit die das auch sehen. Und dann ist ein Ausrufezeichen. Also es ist sehr, sehr wichtig, was er uns mitzuteilen hat. Da sind einige Sachen vorgefallen, die ich nicht so stehen lassen möchte. Und worüber ich jetzt schon mal reden möchte, worüber ich jetzt schon mal ein Statement abgeben werde, wo ich natürlich keine Details verliere, weil ich möchte hier nicht gegen irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln verstoßen oder sonst was. Aber ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird. Weil was da passiert ist im Sommerhaus der Stars, ist eine absolute Frechheit und das habe ich in meinen 27 Lebensjahren noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob das Luxusprobleme sind, die er hier erwähnt. Ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Kann natürlich sein, dass vielleicht jemand gewalttätig wurde oder die Valentina eventuell auf Krawall gebürstet war oder ist oder da ist irgendwas passiert.
Ich bin gespannt. Der Prinz, der versucht natürlich, seine Prinzessin zu schützen. Ist ja auch irgendwie süß, ne? Aber ja, aber ich meine, wir wissen ja, wenn Valentina in einem Format ist, die, ja, sie wird da irgendwie auf jeden Fall versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder irgendwas wird ihr nicht passen. Ich habe sie nur einmal bei Couple Challenge mit Christina Ocpara, habe ich sie kommentiert und ich dachte so, wow, also muss man nicht haben, wirklich nicht. Aber es ist halt eine Bereicherung für RTL, ne? Also für uns eine Qual, eine Bereicherung für RTL. Ich kann leider nicht so viel erzählen, weil ich ja einen Vertrag unterschrieben habe mit Verschwiegenheitsklausel. Aber ich möchte hiermit ein bisschen oder sehr großen Druck ausüben, dass nachher diese Szenen nicht falsch geschnitten werden. Was heißt falsch geschnitten werden? Es kann nicht falsch geschnitten werden, sondern dass Dinge nicht ausgelassen werden, dass Dinge nicht verharmlost werden. Sondern ich appelliere auch an RTL, an die Produktion, an Sommerhaus der Stars, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind. Das ist eine krasse Ansage, ne, an RTL. Also es wurde noch nichts ausgestrahlt und jetzt, ich weiß nicht, ob es als Werbung gilt, aber ich meine, dem muss man hier ernst nehmen, weil ich glaube, da ist irgendwas passiert und entweder er hat Scheiße gebaut oder die Valentina und er versucht irgendwie sich in Schutz zu nehmen, zu erwähnen, von wegen, es soll alles gezeigt werden. Aber man unterschreibt diesen Vertrag vorher und man hat eigentlich kein Recht mal da irgendwie beim Schnitt irgendwas mitzusagen. Er ist ja kein Schauspieler, der irgendwie mitmacht in einem Blockbuster, sondern es ist ein Trash-Format, wo ihr eigentlich die Teilnehmer seid und wo ihr eigentlich beim Schnitt nichts zu sagen habt beim Cutten, ne? Das werden die selbst machen, was für die wichtig ist. Und ja, zu guter Letzt werdet ihr wahrscheinlich diejenigen sein, die halt einen Nachteil davon tragen werden, weil RTL wird sich immer ja, in die Position stellen oder sich so zeigen, dass alles gut gelaufen ist, dass nichts schief gelaufen ist, dass sie sich an alles gehalten haben. Ne? Also muss man sich schon vorher irgendwie durch den Kopf gehen lassen, ob man überhaupt in so einem Format mitmacht oder nicht. Ne? Dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist. Und sollte das nicht der Fall sein, werde ich mir es zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass jeder erfährt, was da passiert ist. Seine Lebensaufgabe. Also, das ist ein Trash-Format, lieber Can. Also, du bist 27 Jahre alt und deine Verlobte hat schon in ganz, ganz vielen Trash-Formaten mitgemacht. Und ich kann ihn verstehen, das nimmt ihn wahrscheinlich mit, das stresst ihn wahrscheinlich auch. Und ich weiß nicht, wer von den beiden Scheiße gebaut hat und was da passiert ist. Aber grundsätzlich unterschreibt man da und den Schnitt überlässt man RTL. Ne? Muss man sich vorher Gedanken machen, wie eben schon gesagt. Meine Gewalt ist es jetzt, schon mal etwas zu sagen dazu. Natürlich keine Details, darf ich nicht. Aber ich appelliere auch an euch, macht euch nachher euer Bild, hört auf meine Worte, die ich jetzt gesagt habe. Und wenn ihr es nachher seht, reflektiert, ob es verharmlost wurde. Und wenn es verharmlost wurde, bitte stellt euch dagegen, sagt was dazu, weil sowas darf nicht toleriert werden. Ah, er versucht uns hier zu manipulieren, ne? Er redet von Selbstreflexion. Das solltest du vielleicht deiner Verlobten mal sagen, ne? Und wenn du mal die Trash-Formate von ihr gesehen hast, also Selbstreflexion scheint bei ihr überhaupt nicht stattgefunden zu haben. Und deine Gewalt ist, redet er von der exekutiven, legislativen oder von der judikativen? Also ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Auf jeden Fall will er den Zuschauer damit so ein bisschen manipulieren, ne? Und abschließend noch mal ein paar Worte auch zum Thema Sommerhaus und zum Thema Valentina. Weil man kennt Valentina ja aus den Shows. Man kennt Valentina von ihrer direkten Art. Auch, dass sie mal vielleicht über die Stränge schlägt. Aber ich war diesmal hautnah dabei. Ach so, also jetzt versucht er sie in Schutz zu nehmen. Wahrscheinlich ist da irgendwas vorgefallen mit Valentina oder sie hat sich wahrscheinlich irgendwie nicht zügeln können. Ihre direkte Art, also tut mir leid, Jan. Ich weiß nicht, von welcher Valentina du sprichst, aber die, die ich kenne, wow.
Die ist richtig zickig gewesen und weiß ich nicht. Null Selbstreflexion, sehr egoistisch. Also, ich weiß nicht, von welcher du sprichst hier. Ich war dort drin mit ihr und ich habe es miterlebt. Ja, natürlich. Du warst drin, hast es miterlebt und wir werden sehen, was passiert ist. Und was ich euch wirklich sagen kann, ist, dass es erstens wirklich eine Ausnahmesituation ist. So, das ist krank einfach. Das ist krank, in so einer Show zu sein. Das kann ich euch sagen. Das ist, also, wenn ich das 15 Mal, keine Ahnung, wie oft das Valentina schon gemacht hat, machen würde, mich könnte man einliefern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Leute dort drin. Also, ob ich noch, also, ich würde niemals nochmal so eine Show machen, wo es um irgendwie so ein Preisgeld geht, wo man gegeneinander spielt. Ja, das sagst du jetzt so, aber wenn du deine Valentina als Verlobte hast, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, die hat in ganz, ganz vielen Formaten mitgemacht, die weiß, wie der Hase läuft. Und ich weiß gar nicht, als du dieses Statement gemacht hast, hat dein Management dir gesagt, ob du es machen darfst oder nicht, ob es Vorteile hat oder Nachteile hat. Also, es ist schon eine krasse Schadensbegrenzung, finde ich. Wir werden uns auf jeden Fall selbst ein Bild machen. Ob das jetzt eine Ausnahmesituation ist oder nicht, das werden wir selbst entscheiden über den Zwischenfall. Und ich bin richtig gespannt. Ne? Das fängt ja schon mal gut an vor 2 Monaten. Ja, meine Lieben, was denkt ihr über sein Statement mit Schadensbegrenzung, wo er versucht hat, uns zu manipulieren? Ja, ich bin gespannt. Falls du natürlich noch mal Knall bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich Jan gerne über Insta folgen möchtest, kannst du es gerne tun. Ich werde es unter meiner Beschreibung nochmal verlinken. Wahrscheinlich wird er noch andere Stories reinpacken. Er darf natürlich viel darüber reden. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt das hier machen durfte. Ja? Ich weiß nicht, ob es irgendwie Konsequenzen hat. Aber du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und über TikTok. Ich werde es nochmal unter meiner Beschreibung verlinken. Und das war's auch. Dankeschön.